Ja, macht es. Aber beschwert euch nicht, dass die Welt so scheiße aussieht. Wenn wir diese Scheiße glauben und meinen, es wäre nicht möglich, Frieden auf der Welt zu haben. Wenn ihr was ändern wollt, dann ändert genau das. Hört auf, die Welt scheiße aussehen zu lassen. Ihr macht das in euren Köpfen. Wir haben gesehen, wie es aussieht, haben gelebt und wollen jetzt raus hier. Oder willst du ihnen folgen wie ein Haustier? Wir sind nicht links, nicht rechts, sondern oben. Und sowieso lenkt das Volk die Quoten. Wir sind Idioten. Machen wir es weiter mit diesen Shit, die Ausbeutung. Bis zum letzten Fick baut schon mal die Särge. Ihr Schafe dieser Herde pumpt weiter Gift hier in unsere Erde. Ja, guten Tag, Georg Beres ist mein Name. Ich hätte gern mal die Frau Seedorf gesprochen, wenn das geht. Die Frau Seedorf ist heute nicht im Auto. Um was geht es bitte? Und ja, ich habe von Ihnen eine Einladung bekommen zum Antritt der Erzwingungshaft in Aachen. Und da wollte ich kurz ein paar Details besprechen, damit ich da nichts falsch mache und habe ein paar Fragen. Können Sie mir denn da helfen? Ja, das ist natürlich schwierig. Sie wollen sich auch zum Strafamt kurz stellen. Ja. Ja, ich denke, das sind einfach relativ simpel. Vielleicht kann ich Ihnen die Fragen einfach mal stellen, damit ich da Bescheid weiß, weil das ist ich denke, das sind wahrscheinlich relativ. Kannst du mir erst das Aktenzeichen bitte? Aktenzeichen ist 32-1435. Das ist die Geschäftsnummer, richtig? Das ist die 502JS 1315-08. Ach, das ist ein Klärchen. Ja, genau. Ein Augenblick bitte. Ja. Ich bin ja hier eingeladen worden. Also das ist keine Einladung, das ist eine Ladung. Eine Einladung ist, glaube ich, eher privat im Kreis zu finden. Ach so. Sie können das abwenden, indem Sie das zahlen, ne? Das ist Ihnen schon klar. Ja, aber ich sehe das nicht ein, das zu zahlen. Ich kriege hier Sachen aufgedrückt, mit denen ich absolut nicht einverstanden bin, wo ich schon Einspruch gegen erhoben habe, schon gegen das Knöllchen damals. Da ist keine Reaktion drauf gekommen. Ist angeblich nicht eingegangen, mein Widerspruch. Jetzt. Ja, gut, hier ist gar nichts eingegangen. Also von Ihnen ist hier überhaupt. Nee, nicht bei Ihnen, nein. Sehr gut, ich meine, Sie können natürlich gerne hingehen und bestellen. Ich hoffe, Sie haben zwischen den Zeilen gelesen, dass die Erzwingungshaft nicht von der Zahlung abhängt. Das heißt. Nee, das ist mir schon klar. Das ist jetzt quasi nur eine Maßnahme, um mich quasi dazu zu erpressen, die 15 Euro zu erzwingen. Entschuldigung, erzwingen. Sie haben hier eine Ordnungswidrigkeit begangen. Ja, nee, das habe ich eben nicht. Das ist ja das, wo ich einen ganz anderen Standpunkt zu habe und deswegen auch die 15 Euro nicht bezahlt. Aber wenn die Staatsanwaltschaft meint, mich dadurch dazu zwingen zu können, diese 15 Euro also wirklich, das ist, Sie nennen es Erzwingung, aber es ist natürlich Erpressung, ist genau das gleiche Wort für den gleichen Zustand. Ne? Das ist halt was, Druckausübung. Das wird erzwungen. Also eine Erpressung ist, glaube ich, etwas ganz anderes. Und ich denke, wir beenden hiermit das Gespräch. Sollten Sie Probleme haben, was dies angeht, stellen Sie sich einfach, ich denke, die Frau Seedorf kann Ihnen da jetzt in dem Fall, denke ich, auch nicht weiterhelfen. Wenn Sie ein Problem damit haben, dass ein Widerspruch und was auch immer Sie da eingereicht haben, nicht angekommen ist, sollten Sie sich tatsächlich eher mit der Station in Verbindung setzen, weil wir lediglich beauftragt werden, das durchzusetzen, weil die Station selber nicht Vollstreckungsbehörden sind. Das heißt, die dürfen gar nicht Erzwingungsmaßnahmen ergreifen und Laden zum Straf- oder Erzwingungshaft verwenden bzw. die Polizei letztendlich schicken, um sie zu verhaften. Das kann die Stadt Düren nicht, ist aber für ihr Knöllchen und das gesamte Bußgeldverfahren letztendlich verantwortlich. Wir
hier vollstrecken, die liegt nicht das, was die Stadt machen möchte. Und ich denke, wenn Sie damit nicht einverstanden sind, dann stellen wir sich. Ja, nee, aber ich... Ja, Momentchen, aber es ist ja soweit habe ich ja mit dem Ganzen gar kein Problem. Was ich jetzt eigentlich absprechen wollte, war, ob sie, hier steht halt noch was, dass wenn ich nicht kommen kann, wenn ich das Geld nicht dafür habe, um die Reise zu bezahlen, Sie jetzt auch neu gestartet haben? Nein, eben nicht. Da wollte ich was ganz Bestimmtes wissen. Und zwar, wenn ich mich jetzt in Düren melde, wie hier in dem Schreiben steht, wollte ich fragen, ob das so ist, dass die mich quasi von Düren in einem Einzelgefangenentransport quasi dann nach Aachen bringen. Oder am besten noch mit Vollpension. Wie gesagt, kein Problem, rufen Sie morgen vor sich auf einen Weg. Nein, Momentchen, Entschuldigung, aber Sie müssen mir bitte diese Fragen beantworten. Fast lacher. Sie haben hier einen Erziehungssatz. Sie haben im Grunde genommen es ist ja nichts in diesem Vorrang zu ersehen. Sie haben auch nichts zu ergehen, zumindest nicht bei der Stadt Düren, dass die jetzt die Erziehungssatz angeordnet haben. Hier ist nichts von Ihnen. Sie haben auch das habe ich auch gar nicht behauptet. Denn das AG Aachen würde gleichlauten bedeuten, haben Sie jetzt auch Ihre Unterlagen verschlammt. Nein, Sie haben mich missverstanden. Entschuldigung, Sie haben mich missverstanden. Entschuldigung, und die Stadtführung hat alle Ihre Unterlagen verstanden. Das heißt, Sie sind, wie gesagt, beschuldigt, diese Bußgeldsache zu zahlen. Ja, aber ich habe niemandem vorgeworfen, dass er meine Papiere verschlammt hätte. Ich glaube nicht, dass Sie in einem einzelgefangenen Transport jetzt zur Aachen gebracht werden. Ja, das ist... Ich kann es mir durchaus nicht vorstellen. Bus wäre, ein Ticket würde mit Sicherheit erstattet, aber ich glaube nicht, dass ein Gefangenentransport für Sie jetzt wie auch noch zu Hause abholt. Nein, das ist ja gut. Das ist das, was ich zum Beispiel nämlich wissen wollte, weil dann komme ich halt eben lieber mit dem Zug. Weil dann, ne, weil ein Freund von mir, der hatte mir das erzählt, der hatte quasi genau mal das gleiche Problem und der ist quasi in einem Einzelbus nach Aachen gefahren worden. Und das wollte ich halt zurückchecken, ob das stimmt. Auch in der Erzwingungshaftsache. Und da ging es auch um einen Tag. Das kann ja wohl jetzt nicht Ihr Ernst sein. Ich rufe Sie hier an, weil ich bitte ein paar Fragen regeln möchte und Sie sagen, ich soll warten, bis die Polizei kommt. Ja, nee, das ist... Ja, aber ich habe gerade fast das Problem, dass Sie sich darüber ärgern, dass ich nicht gewillt bin, trotz Androhung der Erzwingungshaft diese 15 Euro zu bezahlen. Aber das ist ja gar nicht Ihr Problem. Unsere Sache ist jetzt, dass ich Sie gerade anrufe... Ja, den Eindruck habe ich auch. Ich meine... Ich kann Ihnen ja meinen... Ich gebe Ihnen die Durchwahl. Ja, ich habe was zu schreiben. Das ist die 21107. Jetzt ist das natürlich auch wieder ein Tag, der mir von der Zeit daher aber auch weggeht. Das Ding ist nämlich, ich wollte fragen, ob das halt dann okay ist, dass ich am Montag, den 15.12. dann quasi dahin komme. Ob da quasi Zimmer frei sind, wenn man das, ich muss ja dann irgendwie das mit irgendwem absprechen, oder tanze ich da einfach irgendwann an? Ja, alles klar. Dann nochmal danke. Tschüss. Staatsanwaltschaft Aachen. Ja, guten Tag, hier ist Georg Beres. Ich wollte eigentlich die Frau Seedorf sprechen. Sagen Sie nochmal das Aktenzeichen, bitte. Aktenzeichen ist, also Aktenzeichen oder Geschäftsnummer? Geschäftszeichen. Das ist 502 JS. Ja. Und dann 1315. Ja, reicht mir, danke. Ja.
Ja, guten Tag, Jörg Beres ist mein Name. Wie kann ich Ihnen helfen? Ja, das ist die Frage. Also das letzte Mal hatte ich angerufen und mit einer Kollegin gesprochen und sie fühlte sich von mir wohl nicht ganz ernst genommen, aber ich habe hier ein paar Fragen, die ich gerne beantwortet hätte. Ja, dann sagen Sie mir bitte nochmal kurz das Aktenzeichen und dann kann ich Ihre Fragen gerne beantworten. Das Aktenzeichen oder die Geschäftsnummer? Das Geschäftszeichen. Das ist die 502 ja. JS. 1315 ja. 08. Ja. Und was haben Sie da für Fragen? So, und ich habe jetzt folgende Fragen. Also ich habe hier eine Ladung zum Antritt der Erzwingungshaft in Aachen. Und ich hatte wirklich ein paar Fragen dazu, die ich beim letzten Telefonat in keinster Weise beantwortet bekommen habe. Ja, dann stellen Sie doch deswegen sind Sie ja doch jetzt am Telefon. Ja, genau. Also, und zwar geht es um Folgendes. Ich wüsste, zum einen hätte ich gerne gewusst, ich komme hier aus Düren und müsste im Prinzip mit dem Zug nach Aachen fahren. Und mir hatte halt ein Kollege erzählt, dass, also hier stand auf dem Zettel, dass wenn ich nicht antrete, beziehungsweise Probleme habe mit der Reisemöglichkeit, dass ich mich dann im Prinzip in Düren bei der Polizei oder irgendwo melden soll. Ja. Und dann hat mir halt ein Kumpel erzählt, ja, dann fahren die dich mit der Minna quasi dann nach Aachen, weil bei ihm das mal irgendwann so gewesen ist. Ist das, ne, weil wenn das so ist, dann hätte ich das gerne gewusst, weil wenn den Steuerzahler kostet die ganze Sache hier sowieso schon genug und dann habe ich mir gedacht, dann frage ich lieber nach, ob das richtig ist, weil wenn jetzt nämlich irgendwie hier täglich irgendwelche Transporte nach Aachen fahren. Wie dann die Transportmöglichkeiten direkt bei der Polizei in Düren sind, das weiß ich nicht. Sie können sich allerdings auch dahin begeben, natürlich, und die bringen sie dann, wenn die keine Möglichkeit haben, sie zu bringen, dann bleiben sie halt den Tag da. Dann wären sie da in die Zelle gesperrt. Ach, das ist möglich, dass ich wohl doch auch hier in Düren gehe? Wenn die sie nicht fahren können. Da wäre es am sinnvollsten, wenn sie sich direkt an die Polizei in Düren setzen. Ja. Am allereinfachsten wäre es, wenn sie die 15 Euro zahlen. Weil dieser Tag, den sie dann im Gefängnis verbringen, ist ja nur Erzwingungshaft. Ja, das heißt, wenn sie da jetzt hingehen und den Tag absitzen, bedeutet das nicht, dass sich die 15 Euro in Luft aufgelöst haben. Ja, nee, das ist mir schon, das weiß ich schon, das hat mir die Kollegin das letzte Mal auch erzählt. Sie kann theoretisch dasselbe Spiel nochmal veranstalten. Ja. Ja, ne, mir ist das also egal, wie oft sie dieses Spiel. Am günstigsten wäre es, wenn sie die 15 Euro zahlen. Nee, das sehen sie leider ein wenig weil falsch. Das, wie gesagt, das Verfahren ist dadurch halt nicht bei der Stadt Düren erledigt, sondern die können den Antrag erneut stellen. Das ist richtig, das ist mir auch klar. Wieder, ne? So, und das wird mit Sicherheit auch passieren. So, aber es ist nicht, dass ich hier irgendwie eine Rangelei angefangen hätte, sondern man rangelt hier mit mir und versucht mich unterzukriegen und es geht Sie hier. Sie haben ja hier nur Ordnungswidrigkeit begangen. Richtig, das und ja das ist genau das, wo ich halt eben eine andere Meinung zu habe. Nein, habe ich nicht. Ach, Entschuldigung, sorry, aber das ist im Moment nicht Bestandteil dieser Unterhaltung. Oder auch bezahlen, das hat überhaupt nichts mit irgendwelchen Rangeleien zu tun. Oder darf man ja, sorry, also Sie sind weder Richterin, dass Sie sich jetzt hier... So sind die Gesetze. Ich habe Fragen, Entschuldigung, kann ich die beantwortet bekommen oder nicht? Ich habe Ihnen ja gerade was erzählt, wie soll ich... Nein, Sie ja, aber Sie verschwenden gerade meine Zeit, die ich am Telefon bezahlen muss. Ich habe gelernt, dass man erstmal den Gesprächspartner ausreden. Ja, aber wenn Sie mir Sachen erzählen, die ich überhaupt gar nicht wissen möchte. Ja, Sie sind mir dabei zu erklären, dass ich 15 Euro zahlen soll. Das ist Erpressung und genau deswegen gehe ich da nicht darauf ein. Können wir jetzt nicht wieder um meine Fragen? Ich zahle hier ein teures Gespräch, damit ich diese Fragen beantwortet bekomme und Sie erzählen mir schon wieder, am leichtesten sei es für mich, die 15 Euro zu bezahlen und da sind Sie nun mal auf dem Holzweg.
Verstanden soweit? Ich bin nicht blöd. Ist das okay jetzt? Hey, die hat aufgelegt. Boah, Mädchen, das... hättest du nicht tun sollen. Das war ein Fehler. Ein Fehler. Tja, so ist das mit der Staatsanwalt. Ich würde vorschlagen, ich mache jetzt Folgendes. Ich trete am Montag nicht an und lasse mich von der Polizei abholen. Ja, mehr dazu findet ihr dann demnächst hier auf diesem Sender. Danke.